Leute, willkommen bei Geminacy Playground. So, Armor Gladiator. Ja, das ist natürlich ein Custom-Bau, sowas gibt es natürlich nicht in echt. Schaut ein paar Monate zurück, ich habe ein Video gemacht und erklärt, wie der sich zusammensetzt, dass da Mojave drin steckt, ein Custom-Chassis, Typhon und was weiß ich alles. Ja, ist wieder ein Armor Hybrid mit diversen, der aus diversen Autos besteht und ein MT bildet. Es ist nicht eine Variation eines Outcasts, der ist hier schmaler. Die Reifen sind auch kleiner. Die Reifen, wie ihr seht, haben Offset und so weiter, sind Custom-Reifen aus den des Creighton 4S V2 und Lewis-Felgen. Das wurde bearbeitet und gemacht und getan. Falls die gleich, weil die zum allerersten Mal gefahren werden, obwohl ich die schon ewig habe, diese Reifen, falls die gleich versagen, weil der Kleber nicht hält oder, wechsle ich während des Videos auf Trencher LP, die dann ja auch passend sind. Aber wir testen den ersten Mal. Er hängt hinten noch ein bisschen durch, da muss er eine andere Federn haben. Das ist also sozusagen eine Testfahrt, die ich euch dann natürlich nicht vorenthalten möchte. So, wir fahren 4S erstmal nur. Natürlich 6S fähig, aber wie man sieht, geht 4S auch schon. Das hat nicht den Grund einer übertriebenen Ritzelung, sondern der internen Übersetzung. Wir haben hier drinnen nämlich die Buggy Diffs drinne, die des Typhons. Ja, ich schaue mir das mal eben an, warum jetzt. Also Leute, der Wagen ist echt mega fail behaftet. Sorry, wegen der Beleuchtung, das Wetter ist halt echt wechselhaft. Ich hatte das im Video gesagt vom Granite Extreme. Der ist wohl der erste, wo ich einen Diffschaden habe. Das Diff sieht aber hinten tatsächlich nur einfach alt aus. Der Grund, warum ich dachte, warum das übergesprungen ist, es hat echt nicht viel Schaden genommen, ich werde die trotzdem aussortieren, war hinten die Kappe war nicht richtig zu. Aufgrund des Bumpertauschs fehlten da zwei Schrauben, das Spiel hat nicht gestimmt und ich denke mal deswegen war das. Das konnte sich einfach bewegen unter Last. Also wirklich einen Diffschaden hat er nicht gehabt, aber jetzt ist glaube ich wahrscheinlich die Lenkung ausgehakt. Ich schaue es mir an, dann geht es gleich weiter. Ja, wie ich jetzt eben schon sagte, ich habe mit dem Wagen bei den Testfahrten jetzt nicht so ein Glück. Aus irgendeinem Grund waren die Kugelköpfe von beiden Lenkstangen andere, als sie hätten sein müssen, weswegen die sich so leicht aushaken konnten. Aber ich bin mir sicher, bei den Umbaumaßnahmen, also beim letzten Mal, wo der gefahren ist, war der auch so. Die haben sich nie ausgehakt. Also irgendwie habe ich da plötzlich andere Kugelköpfe, die nicht so einen großen Flansch haben. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, Fahrperformance technisch gefällt er mir gut. Aber das wusste ich auch schon. Auto hat sich ja nicht ganz so sehr verändert. Letztes Mal, wo ihr den gesehen habt, war der glaube ich in der Optik eine oder fast genauso. Nee, Quatsch, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. Was rede ich denn da? Oder? Nee, das war der ursprünglich der Big Rock 1:10 Extreme. Habe ich ja die ganze Zeit gehabt. Irgendein Fahrzeug war doch. Ach genau, das war der Talion. Quatsch, Talion. Der Truggy Fight, der war ja ein Creighton quasi. Ein Creighton-Optik. Naja, egal. Ich komme schon mit meinen ganzen Projektautos durcheinander. Das ist auf jeden Fall das Coole, Leute, jetzt, dass ich echt bei so eine Sachen, wo man sich denkt, scheiße. Wie kann das jetzt passieren mit so einer Defekte? Dass man dann, in der Prärie draußen nicht aufgeschmissen ist, in einer Sandkuhle und dann war es das mal wieder mit dem Auto. Sondern dass ich einfach in den Keller gehen kann und reparieren. Okay, zum Springen ist das. Muss ich definitiv am Setup was ändern. Er knallt zu doll auf. Wegen der Chassisplatte mache ich mir keine Sorgen. 70-75 Custom Chassis. Sehr schön. Aber ja, der schlägt halt heftig durch. Mag ich nicht so. Dafür fährt er gut, Leute. Das ist immer Kompromiss zu finden. Immer echt schwierig, ne? Also, würde man mal sagen. Fliegen und alles wunderschön, aber Sprung-Setup
was anderes. Aber endlich bin ich den Armer Gladiator mal gefahren. Gladiator, warum packt ihr euch? Muss ja den Autos auch immer irgendwie einen Namen geben, damit man das auf den Videos auch Sinn macht. Ne? Also, dass ich einen Titel geben kann. Und Gladiator habe ich jetzt einfach getauft, weil wir natürlich in eine Gladiator-Karo fahren. Das ist die Karosserie, die für Short-Cross-Trucks gedacht wird. Auch zum Beispiel eine, die auf dem Skeeter gerne genommen wurde. Und am ehesten kann man dieses Auto damit vergleichen. Als ein Skeeter von Arma, halt nur noch ein bisschen konsequenter in die Breite getrimmt, für mehr Federweg und Fahrperformance. Ja, also einfach optisch stimmig, würde ich sagen. Geil. Geil, Leute, endlich. Ja, auf jeden Fall jetzt genug Material, dass ihr euch ein Video angucken konntet. Die Reifen muss ich dann nach Schein auch zu halten. Wie gesagt, bewährte Copperhead LP Reifen, aber mit Offset auf den coolen Lewis Felgen. Felgen sind ja mal geil gewesen damals von den fetten Lewis Reifen. Oh, Gott sei Dank, ey. Diesen Kick-Up, ja. Ne? Also habt ihr gerade mal gesehen zum Thema Frontflip. Ja. Man kann den Wagen immer einfach nur rumwerfen und dann sagen, und man landet, das war ein Frontflip. Ich bin immer ein Fan davon, wie ich gesehen habe, ich habe das noch Auto versucht mit dem Gasstoß auszutarieren. Und jetzt wird richtig hell wieder auf einmal. Hat geklappt, gerade noch gerettet, ne? Ja. Das ist manchmal ätzend bei den Autos, die so eintauchen, dass sie dann auf einmal so einen Kick-Up kriegen. Und beim Licht ist auch gerade ätzend. Naja. Gut. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, wer interessiert, wie dieses Auto gebaut wurde, dafür gibt es ein Video, wo ich meine Projektautos einmal durcheinander würfel und entsprechend wieder alles zusammensetze, um neue Fahrzeuge zu haben. Ja, fahrtperformance-technisch mega. Die Reifen haben ja einen guten Job gemacht. Sieht einfach geil aus, das Ding, auf jeden Fall. So ein bisschen klassischer MT-Look, zwar sehr tief. Ich werde definitiv noch mit anderen Federn arbeiten und anderen Dämpferöl, damit er einfach besser dasteht. Sprünge ein bisschen besser wegschluckt, aber hoffentlich auch nicht seine Performance verliert. Was vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist, oder man weiß es, weil man die Videos damals gesehen hat, dieses Auto fährt nicht mit Stabis. Was sich auch in einem ganz eigenwilligen Fahrlook und Fahrverhalten widerspiegelt. Da sind die Stabis natürlich weggelassen. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, ne?